jetzt mal ein Kunststück erklären, aber nur wenn es euch gefällt, okay? Ja! Also wenn es euch gefällt, dann erklärt es euch. Luca! Luca! Ja, das machen wir gleich. Ein Kaninchen. Das also, wir haben jetzt die Möglichkeit. Ich versuche euch ein Kunststück zu erklären. Oder ich werde aus der Zauberbox ein Kaninchen herbeizaubern. So, was machen wir? So, keine Ahnung. Machen wir das Kaninchen. Wunderbar. Damit man ein Kaninchen herbeizaubern kann, braucht man natürlich einen Zauberstab, der sich niemals selbstständig bewegt. Upsala. Also, das sollte der Fox nie machen. Also, den muss man immer festhalten. Das habe ich auch zu Hause. Echt, das ist ja voll krass. Ich will das dürfen wir beide aber niemals verraten. Das ist ja kein Wunder mehr, okay? So, also. Wir werden jetzt hier ein Kaninchen rauszaubern. Außerdem, wer weiß, was man dazu braucht? Erzähl mal. Ein Zauberstab. Einen Hut. Ja, oder so die Kiste, das ist auch gut. Hut haben wir da. Da haben wir Hut, sehr gut. Dann brauchen wir mal den Zauberstab. Da. Und dann muss man natürlich erstmal die Kiste zumachen, das ist total wichtig. Und jetzt brauchen wir nochmal einen Zauberstab. Ah, einen Zauberspruch. Wer von euch weiß einen Zauberspruch? Du weißt bestimmt einen Zauberspruch. Nein. Du weißt einen Zauberspruch, erzähl mal. Ui, der ist ja total magisch. Also, wir machen wieder gemeinsam diesen wunderschönen Zauberstab. Hier bin ich. Abracadabra heißt ja. Und du machst wieder so einen total tollen Kreis. Und zum Schluss klopfst du einmal da drauf, okay? Bei drei. Eins, zwei, drei. Abracadabra. Und klopf. Nö. Das müssen wir anders machen. Du darfst natürlich nicht den Gummi rausziehen. Nein. Dann nehmen wir doch vielleicht lieber hier, nehmen wir den roten, das ist vielleicht besser, ja. Egal. Mit dem roten kann nichts passieren. Also, nochmal den Zauberspruch, Abracadabra, und zum Schluss der Draufklopf, okay? Eins, zwei, drei. Abracadabra. Au. Was ist denn das für ein Zauberhase? Das ist ja mein Abendessen. Vielleicht brauchen wir einen anderen Zauberspruch. Jetzt fragen wir mal die Mama. Die Mama weiß doch bestimmt schon einen türkischen Zauberspruch. Da weiß nämlich ich keinen. Leider. Hokus Pokus. Aha. Hokus Pokus. Hokus Pokus. Also, und du machst doch mal diesen Zauber. Wir machen alle gemeinsam einen Zauberspruch. Und zum Schluss draufklopfen, okay? Eins, zwei. Ah, ich habe eine Idee. Vielleicht klappt es ja besser mit dem blauen Zauberstab. Nimm mal den blauen Zauberstab. Nimm mal den blauen. Ja, ist besser. Nimm mal den blauen. Genau. So. Ah! Ja, egal. Also, probierst du den blauen? Schau ich schon, was passiert. Nee, ist nicht passiert. Also, bei rein. Eins, zwei, drei. Pökus, Pökus! Was? Ui! Du magst ja Blumen, gell? Oh, das ist ja schön. Das ist ja toll. Aber es ist kein Hase drin. Also, probieren wir es noch einmal. Pökus, Pökus. Alla. Da kann ich reinstecken. Ha. Hä? Ihr habt Bären hergezaubert. Und zwar bloß für kleine Bären. Hast du so Bären? Oh, wisst ihr was, du hast so viele Gäste. Ihr kriegt mal die Bären, das sind auch Gummibären. Ja. Aber wisst ihr was? Kleine Bären kann man nicht tun. So viele Bären. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Ja, das tut mir jetzt leid. Jetzt. Mein Neffe will auch. Wisst ihr was? Bevor es einen großen Stress gibt, wollten wir doch eigentlich einen Hasen da herbeizaubern, oder in diese Kiste? Möchtest du denn nochmal da dagegen husten? Ja. Hust mal. Ui! Ups! Ui! Nein. Ha! Jetzt haben wir den Hasen.
toller Hase, oder? Nein! Weißt du was? Weil du Geburtstag hast, kriegst du jetzt diesen Osterhasen von mir. Du kriegst nochmal einen riesengroßen Applaus. Jawohl! Und jetzt haben wir